Hey ho, meine Lieben! Ich habe hier noch ein schönes Dürrockfilet von My Steak Shop und daraus machen wir heute Schnitzelchen. Also ein Dürrockfilet-Schnitzel. Gehen wir rüber, legen wir los, weil ich habe Hunger. Ein klein wenig zurecht pariert und da schneiden wir uns jetzt ja, so schöne Stückchen runter. So ein bis zwei Finger dick. Ja, dann hätten wir die schon zurechtgeschnitten und jetzt kommt der Klopfer in Einsatz. Vorausgesetzt, ich finde ihn. Schatz, wo ist der Fleischklopfer? Du musst doch das Filet nicht klopfen wollen. Doch. Ein bisschen plätten müssen wir das. Wir wollen ja schöne Schnitzelchen haben. Aber ganz sanft, okay? Ich bin ganz zärtlich zu dem Schnitzelchen. Na, das sind doch wunderbare Schnitzelchen. Und so klopfe ich jetzt erstmal alle zurecht. Und dann geht's auch schon weiter. Es sind wirklich Schnitzelchen. Ist ja Klausenfilet und Gewürz wird ganz klassisch mit Salz, Pfeffer und Paprika. Ja, das war etwas viel Pfeffer. Schatzi, ich habe verpfeffert. Ich glaube, ich nehme den anderen Pfefferstreuer. Der ist ein bisschen feinfühliger. Bin ja gespannt, wer nachher das für Pfeffer die kriegt. Und von der anderen Seite dasselbe Spiel, ohne zu verpfeffern, hoffe ich. Hoffe ich zumindest einmal. Und wenn wir das fertig haben, hole ich mir meinen Schatz zur Hilfe für die Panierstraße. Also wie es jeder wird, ist natürlich ihm selber überlassen, aber wir machen das halt so. Gut, dann bauen wir jetzt die Panierstraße auf und dann geht's weiter. Das ist schon beim Aufbauen von der Panierstraße. Also zwei Eier, ein bisschen Milch, das Ganze verquirlt. Eine Gurke. Ach, die gibt's nachher zum Dazuessen. Ja, wurscht, das Mehl. Sehr schön. Mehl Paniermehl und normales Mehl brauchen normales wir natürlich Mehl. Auch noch. Du nicht warten, bis ich wieder die Kämme in der Hand habe. Du warst so langsam. Ach, ich bin wieder zu langsam. Okay. Gut, einmal schön ins Mehl, dann ins Ei. Halt mir doch nicht immer die Hand davor. Ja. Witzbold. Und dann in die Panade. Ins Paniermehl. Und wenn man es ganz knusprig lecker haben will, paniert man das Ganze zweimal durch. Jetzt hoffe ich, dass mein Schatz das macht. Nee. Nein? Mm-mm. Och, Menno. Ich will ein Fleisch und nicht bloß Semmelbrösel. Und wer sich jetzt fragt, warum ich das jetzt meinen Schatz machen lasse, die macht es einfach tausendmal besser als ich. Die Paniererei. Das Boah. Ist fast wie zweimal paniert. Schaut euch das an. Ja, dann werden sie jetzt fertig paniert und dann hauen wir sie in die Pfanne. Ja Leute, richtig, in die Pfanne auf dem Herd. Es ist ein Indoor-Video, falls ich das vorher noch nicht gesagt habe. Nebendran heizt schon mal die Fritteuse mit den Pommes auf und wir schmeißen hier uns jetzt erst einmal ordentlich Butterschmalz rein. Wo wir die Schnitzelchen dann gleich rausbrutzeln. Und da liegen sie, die Schnitzelchen. Wunderschön paniert, mein Schatz. Ich danke dir dafür. Ja, bitte. Ja, geil. So, Freunde, dann lassen wir mal die Schnitzelchen hier reingleiten und braten die schön raus.
Goldbraun. Oh, darauf freue ich mich jetzt dann. Ich schaue jetzt einfach mal, ob die so weit sind zum Umdrehen. Mein Schatz ist einfach irgendwie verschwunden hier und lässt einfach die Schnitzel alleine. Das geht ja gar nicht. Also hinten wärmer als ganz am Rand hier. Naja, werden wir schon hinkriegen, dass sie richtig geil werden. Also Leute, die Pommes habe ich schon probiert, hervorragend. Hier halten wir gerade noch die Schnitzelchen warm. Und naja, im Hintergrund läuft der Dirk mit seiner Tages- oder Wochenschau. Also nicht wundern, wenn er dem im Hintergrund kreischen hört. So Freunde, jetzt mache ich erstmal den Typen hier im Hintergrund leiser. Bei dem brauchen wir jetzt nicht. Und da liegt mein Duroc Filetschnitzelchen. Das probieren wir jetzt. Das nenne ich mal ein richtig, richtig geiles Schnitzel. Gurkensalat. Einwandfrei. Leute, aber alles weitere nach dem Essen, da machen wir noch ein Fazit. Dann kommen wir natürlich noch zum Fazit. Also ich finde jetzt diese Schnitzelchen aus dem Duroc-Filet hervorragend lecker. Also yum. So als schnelles Essen für zwischendurch oder zum Abendessen optimale Lösung gewesen. Schatz, was hast du noch zum Sagen dazu? Waren sehr zart. Sehr zart? Ja, waren sehr fein, ein richtiger Genuss. Jetzt habt ihr es gehört. Okay Leute, das war's mit diesem Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Tja, Freunde, 500 Gramm Hackfleisch und mindestens genauso viel Bacon.